Herr Kraus, Sie haben eine ganz klare Ansicht zu dem Thema Bezahlkarten für Flüchtlinge. Welche ist denn das? Das ist seit Jahren die gleiche Meinung, die ich immer wieder vertrete. Sachleistung statt Geldleistung. Denn die Geldleistungen, die sich in Deutschland aus dem Bürgergeld ergeben, in Österreich aus den Sozialleistungen ergeben, für Antragsteller und für Asylberechtigte, hat zur Folge, dass wir seit Jahren, seit 2015 in Wahrheit, mit einem sogenannten Asyltourismus konfrontiert sind, aus Kontinenten, aus Ländern, in denen die soziale und wirtschaftliche Lage viel schlechter als bei uns ist. Asyl bedeutet Schutz auf Zeit vor kriegerischer Verfolgung. Asyl bedeutet aber nicht eine Besserstellung der eigenen individuellen sozialen Beschaffenheit, Leistung in einem anderen Land. Viel zu oft haben wir in den letzten Jahren unser Sozialsystem in Wahrheit weltweit am Silbertablett präsentiert und uns dann gewundert, dass sich Millionen von Menschen auf den Weg machen. Seit Jahren fordern bürgerliche, konservative Rechtsparteien Sachleistung statt Geldleistung, wurden dafür als rechtsradikal oder als rechtsextrem diffamiert. Und nun scheint auch das Establishment aus Altparteien klug genug geworden zu sein, endlich umzustellen auf die sogenannte Sachleistung, auf die Bezahlkarte, die das garantieren sollte. Die Grünen haben sich jetzt in Form von Sigi Maurer das erste Mal zu dem Thema innerhalb der ZIB-2 geäußert. Die Grünen haben damit schon angegeben, dass sie Kompromisse schließen wollen bei dem Thema. Ist das jetzt tatsächlich eine grüne Einstellung oder ist das jetzt schon ein bisschen ein Festhalten an der Regierung, weil man Angst hat vor Neuwahlen, dass die kommen würden, wenn man sich jetzt klar gegen das Thema Bezahlkarten ausspricht? Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen. Einerseits das Festhalten am Regierungsamt, andererseits das Suchen eines Kompromisses, bevor es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt. Aber der dritte und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, die Kapitulation vor der Realität. 95% der Österreicherinnen und Österreicher sind der Meinung, dass man von Geldleistung auf Sachleistung umstellen sollte. 95% der Österreicherinnen und Österreicher sind der Meinung, dass der Asylschutz nicht bedeutet, dass man drei Handys oder Handyverträge abschließt, das Geld in die sogenannte kriegerische Heimat zur Finanzierung der Familie überweist oder ich weiß nicht was mit österreichischem Steuergeld anstellt. Die österreichische Bundesregierung hat den Klimabonus, falls ich erinnern darf, an Asylwerber ausbezahlt. Also an jene, die in Wahrheit unter der Strompreiserhöhung, die in Wahrheit unter den gestiegenen Preisen ja nicht zu leiden haben, weil sie ja in der sogenannten Vollversorgung drinnen sind. Also endlich herzugehen und zu sagen, nein, Europa, Österreich, Deutschland, wir sind nicht das Füllhorn für die sozialen Probleme der Welt. Wir stellen nun um auf das, was notwendig ist. Und notwendig ist Brot, Licht, Strom, eine warme Decke, ein Dach über den Kopf. Das halte ich für vernünftig und viel zu spät. Wir haben auch im Rahmen des Best-ofs der Pressekonferenz von Innenminister Karner und Johanna Mikl-Leitner gehört, dass man flächendeckend diese Bezahlkarte bzw. diese Sachleistungen einführen will. Da ist natürlich auch die Hilfe aller Länder gefragt und ein Miteinander gefragt. Vor allen Dingen werden jetzt Vorschläge ausgearbeitet. Diese Vorschläge müssen dann einmal evaluiert werden. Ist da schon wieder die Bürokratie in Österreich zu weit fortgeschritten, dass das viel zu lange dauert und Zeit kostet, als wie dass man wirklich pragmatisch an die Sache herangeht? Ja, ich weiß auch nicht, wo da das Problem ist. Ich weiß wirklich nicht, wo das Problem ist, einfach von Geldleistung auf Sachleistung umzustellen. Ich habe wieder mal den Eindruck, es wird auf die lange Bank geschoben. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder erklärt am Wochenende, ja, er wird das strengste und sicherste Gesetz in ganz Deutschland verabschieden. Und ich prophezeie, dass wir in einem halben Jahr weder in Bayern noch in Österreich ein entsprechendes Gesetz sehen. Es ist natürlich 2024 dem Wahlkampf geschuldet. Es ist jener Situation geschuldet, dass in den Umfragen gerade wegen der restriktiven Migrationspolitik die Freiheitliche Partei irgendwo zwischen 28% und 35%, je nach Umfrage, liegt und als Stimmenstärkste möglicherweise durch die Ziellinie geht. Und hier versuchen natürlich andere Parteien nun, ihre abgeflossenen Wähler in irgendeiner Form an der Stange zu halten, wieder zurückzuholen. Nur ich warne davor. Auch diese Ankündigung von Karner und Mikl-Leitner, wobei Mikl-Leitner möchte ich schon an die Bilder erinnern, wie sie 2015 als Innenministerin mit Gewürznelkenstreusel
in den Flüchtlingsheimen gestanden ist und die Glückskinder alle begrüßt hat, dass es ausgerechnet diese Mikl-Leitner ist, die mit der Verzögerung von 9 Jahren nun draufkommt, dass das alles nicht optimal war, was sie selber eingeleitet hat. Gut, sei es drum. Mir schaut es sehr danach aus, dass hier wieder Wahlkampfzuckerln produziert werden. Das Thema ist richtig, der Sukkus ist das Richtige, also die Erkenntnis daraus ist das Richtige, aber es kommt darauf an, dass das rasch, und zwar sehr rasch, binnen Wochenfrist umgesetzt werden kann.